Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Xenoblade. Also die letzte Folge war... Ja. Nun, aber... Wir haben einen neuen Auftrag. Und genau den. Melde dich beim Auftraggeber im Testhangar. Genau den hätte ich gern. Wir gucken spaßeshalber noch einmal, was wir sonst noch so... Ja, das können wir noch krallen. Suche in Oblivia nach einem Medaillon. Ich kann ein Medaillon mit einem Foto meiner Eltern... können wir nehmen. Besiegen habe ich, besiegen nicht. Ja, alles klar, gut, wir sind voll. Gut. Testhangar. Da. Komm, wir nehmen die Quest eben an. Ich habe keinen Bock, das jetzt alles zu suchen. Fevin hat einen Auftrag für uns. Im Industriegebiet. Im Löt-Testhangar. So, ja, also wenn wir jetzt die ganze Definianerinnen-Kacke von der letzten Folge komplett abhandeln mussten, damit wir die Quest hier freispielen, dann ist das doch hoffentlich was Tolles. Graham? Vor allem, weil ich... ursprünglich nur durch eine Höhle durch wollte. Eine Höhle, wo so Energiescheiße war. Hey, Damon. Du warst schon mal im Silverloop, oder? Du hast nicht zufällig jemanden gesehen, der wie der Boss aussieht? Also Professor B, meine ich? Ja. Irgendwie... Der Prof hat eine Firma gegründet, die Waffen für die Blades herstellt. Weißt du, die Fabrik 1.21. Irgendwie muss er doch seine Schulden zurückzahlen, oder? Ist mir bekannt. Ich arbeite dort und immer, wenn ich ihn Prof nenne, schimpft er mich. Ja, er sagt, als Vorstandsvorsitzender steht ihm die Anrede Boss zu, weißt du? Typisch Prof, oder? Am Anfang hat er nur gejammert, weil er die Firma gründen musste, verstehst du? Und jetzt hält er sich für eine Rüstungsmagnaten, sehr schön. Er ist losgedüst, um Materialien für ein neues Produkt, das wir entwickeln, zu beschaffen. Ja, aber irgendwie habe ich den Kontakt zu ihm verloren. Er hat das Chronobier genommen, diese Schrottkiste, also kann die Rückfahrt nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, stimmt's? Genau genommen, gar keine Zeit. Falls der Prof nicht zurückkommt, geht die Fabrik 1.21 pleite und dann bekomme ich nie das Geld, das der Prof mir noch schuldet. Ja, das ist aber schade. Ich sitze nämlich selbst auf einem Riesenberg Schulden und wenn der Prof mich nicht ausbezahlt, bin ich völlig ruiniert. Vielleicht sollte ich einfach wie der Prof ins Nichts verschwinden, oder? Von niemandem betrauert. Aber es wäre ja nicht fair, dich als einzigen Überlebenden dieses Albtraums zurückzulassen. Fevin. Also, Graham spricht. Ich lese das ab und zu mal nicht. Also, komm doch mit mir an einen Ort, wo es keine Schulden gibt. Ahahaha. Bitte versuch dich zu beruhigen, Graham. Ja? Wir wissen doch nicht sicher, wo der Prof abgeblieben ist. Aber es herrscht totale Funkstille. Er ist in die Zukunft abgehauen. Das weiß keiner. Woher auch? Aber egal, wo er abgeblieben ist, wir sind am Ende. Wie steht's denn mit dir? Kommst du auch mit? Was bietet dieses Leben denn schon, was man vermissen würde? Erkläre Graham, dass du dabei bist. Nope. Die Elfenstrophäe, die Elfengleiche offenbart? Das hast du doch... Achso, hab ich mit Celica jetzt Max oder was? Das hast du doch auch, Graham. Das Leben ist doch voller lustiger Dinge, auf die man sich freuen kann. Oder? So, nachdem das jetzt geklärt ist,
Kann ich dich irgendwie dazu bringen, den Prof in Silvernum zu suchen, Damon? Ja, darauf wollte ich hinaus. Hör auf, mich vollzulabern. Das Schicksal der Fabrik, ja. Deshalb wären wir bei der Belohnung nicht knauserig. Könntest du das tun? Im Moment mache ich mir fast mehr Sorgen um Graham als um den Prof. Ich kriege nur... Shit. Wehe, die Schätze in dieser scheiß Höhle sind dann nicht geil. Vielleicht findest du eine Nähe hinweis. Ja. Ganz egal, an welchem Ort oder in welcher Zeit er verschwunden ist, du musst ihn schnellstens herschaffen. Jaha. Es gibt nämlich noch massenhaft Dinge, die der Prof mir beibringen muss. Weißt du, Graham und ich brauchen ihn einfach. Aha. Für einen verrückten Wissenschaftler mit höchst verdächtiger Vorgeschichte ist der Prof ziemlich beliebt. Findest du nicht auch? So, danke! Auf nach Silverlum. Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Also wenn wir nur Aufsteller kriegen, dann will ich im Laufe der Quest bitte Schätze finden, wie Arsch. Weil... Oder eine gute Pointe haben. Das wäre auch schick. Okay? Eine gute Pointe wäre auch okay. Aber irgendwas muss es doch bitte. Oh, schaut mal. Schatz, der definitiv in diesem Berg ist. Oh, ein paar Schätze, die definitiv in diesem Berg sind. Scheiße. Okay. Komm ich da irgendwie rein? Eine Höhle, in die ich mit meinem Skill kann. Hi. Ja, ich lasse mich immer so leicht ablenken. Scheiß auf Professor B. Ich habe hier Zeug. Das ich gerne machen möchte. Joink! Das nächste Joink. Und... oben gibt's noch ein Joink? Dahinter gibt es ein Joink. Alright then. Ja, das krieg ich dann. Lecker. Delicious. Um nicht zu sagen, fortfahrlich. Ja, genau. Mein Benzinverbrauch, den könnte ich doch irgendwie vielleicht reduzieren, indem ich nicht die ganze Zeit mit meiner Monsterwaffe direkt auf die Viecher schieße, oder? Hier, na komm, na. Hier gibt's ja was. Shuriya! Feuer! Das
für Geräusche der macht mit den scheißen Anschlags von diesem Skill. Das ist so süß. Nö, dafür steige ich jetzt wieder ein. Nö. Das ist voll knickig, Alter. Ich boxe dich einfach weg. Gar kein Stress mehr. So. Und dann. Voll geil. Okay. Das war's, oder? Höhle geplündert. Höhle effektiv geplündert. Und jetzt cruisen wir doch mal bitte zum Professor. Professor Beans Auto. Oh, wen haben wir denn da? Goliath der Winzling. Du warst eine andere Quest. Dich kann ich direkt mal braten. Nice. Tauchoberteil, Tauchband, ja, ja, ja. Schön. Nichts Tolles. Professor B's Auto kann man untersuchen, wie toll. Tevin. Und? Hast du da draußen irgendjemanden oder irgendwas gefunden, das irgendwie nach Professor B aussieht? Was? Du hast das Chronomobil gefunden? Aber er war nirgends zu sehen? Oh nein. Prof, Sie wissen doch, dass man in Silverdome nicht herumspazieren sollte. Hey, da ist eine grüne Schaltfläche im Chronomobil. Könntest du die mal berühren? Cool. Danke, siehst du, schon wird Profs Aufenthaltsort angezeigt. Gut, oder? Er könnte schon wieder in Schwierigkeiten stecken. Es wäre echt toll, wenn du diesen Ort aufsuchen und den Prof zurückbringen könntest, okay? Alright. Suche am lauschigen Lavasee im Silverloom. Ja. Das finde ich sehr schick. Aber vorher würde ich gerne noch diese Alien-Kacke da untersuchen. Und des Weiteren dort vorne diese nicht? Hier drunter? Was auch immer bist du denn? Okay. Naja. Bye! Da habe ich aber auch kurz mal ein bisschen Angst Pippi gekriegt, als ich das Level gesehen habe. Jo. Okay. Haben wir es jetzt? Mach Ende. Danke. Schatz, wo ist der? Steht der? Ja. Danke. Fördersonde G8. Sehr nice. Okay. Und. Ja, warum? Eigentlich nicht. Cruisen wir mal wieder eine Runde. Denn dann finden wir Schätze wie den dort. Haha. Hätte ich nicht gekriegt, wenn ich gewarpt wäre. Klick. So. Na. So. Hi. Und wir sind schon gleich da. Lemmy Wings hat den Trupp verlassen. Hast du den Ausgang gefunden, kleine Ratte? Ah, so, alles klar. Ich sehe, Oh, Scheiße, ich sehe Schätze.
Scheiße, ich sehe Schätze. Oh, Scheiße, ich sehe viele Schätze. Ich muss sie haben. Wo ist der Schatz? Hallo? Hier mittendrin soll ein Schatz stehen. Oh nein, da oben drauf. Da liegt er. Da oben drauf liegt noch einer. Schätze finden ist total wichtig. Vor allem, wenn diese ganzen Idioten hier nicht einfach vollkommen... Ey! Es tut mir leid, dass ich dir auf den Fuß getreten bin, okay? Okay. Okay. Wie komme ich da rein? Nee, Moment, ich muss nicht rein. Ich muss oben drauf. Ach ja, Professor B, es tut mir sehr leid, aber Schätze, 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 Sie würden das gar nicht anders machen. Nein, würden Sie definitiv nicht. Hey! Lass mich übertakten jetzt, Mann! Danke! Oh. Ups, das ging schneller als ich dachte. Klick. Alter Schwede, was habe ich denn hier alles wieder liegen lassen? Das ist ja unglaublich. Tür. Was Schönes? Schönes? Was gibt's hier? Oh. Nicht auf den Sack gehen. Ist das... Dieses... Nein, die Ranken sind... Wo ist der Schatz? Wo ist der Schatz? Was habe ich getan? Oh, hi. Sorry! Alive! Alles cool! Alive! Okay. Jo. Hä? Was? Ne, Moment. Ist ein Tiefer, oder? Ja, guck mal da unten. Da unten. Aber ich nehme meinen Scale mit. Vielen Dank. Gib mir Baupläne, Mann. Gib mir Baupläne und gib mir Massenvernichtungswaffen und... von mir aus ein Mechanoiden-Crit. Alter, was ist denn hier los überall? Ist ja krass. Also hier liegt der Scheiß wirklich auf der Straße. Aber es ist auch wirklich nur Scheiß, oder? Also... kam mir jetzt zumindest erstmal so vor. Klick! Gut. Finden wir hier. Oh, hi. Lass dich nicht stören. Alles gut. Weitermachen, Soldat. Gar kein Problem mit. Yes. Aber alles nur so Plugins. Nichts Dolles. Scheiße. Hey, darf ich hier mal raus? Danke. Ich habe mal erwähnt, dass ich die langsame Kamera in Gebäuden zum Kotzen finde. Ja? Okay, sehr gut. Klick. Archäologie 3. Und damit sind wir fertig, oder? Habe ich alles kassiert? Oh, das Ding sieht toll aus. Das will ich kaputt machen.
Klasse. Ja, toll. Kann ich vielleicht... Danke. Ich würde dann auch gerne nochmal hin. Habe ich alles geplündert? Sehr gut. Schön. Dann haben wir aber sogar auch Hände voll. Ja. Nun. Aber schön, dass wir drüber geredet haben. ja. Und jetzt sind wir ganz pünktlich angekommen. Da vorne ist unsere Höhle. Hi. Ja, auf dich habe ich jetzt keinen Bock, glaube ich. Ja, alles klar. Da ist unser Blitz. Okay. Mhm. Da flitzt er. Komm schon, das will ich jetzt noch. Nicht auf den Sack gehen. Ganz lieb sein. Der gute Professor, der ist... Wo ist er? Hat er hinter dem... hinter dem Kraftfeld. Oder? Ja. Egal, was du mit mir anstellst, ich werde dir nichts verraten. Dein Name war Gad, oder? Also gut. Wenn du, kleiner, armseliger Waka Waka, nicht so sehr hast, dann töte mich doch einfach. Endlich. Imitieren wir Gad. Für so einen wie dich habe ich nur Verachtung übrig. Nur weil du selbst kein Quäntchen Talent am Leib hast, entführst du Genies und verkaufst ihr Wissen, kannst du bei all der Armseligkeit deines Lebens nachts überhaupt noch schlafen, egal wie viele du entführst. Du bleibst ein nichtsnutziger... Spreche es mal anders aus. Grundgütiger, Moment mal. Du bist nicht Gad. Die Stimme kenne ich doch. Bist du das, Damon? Ja, das stimmt, Muster passt exakt zu dir. Und wie wär's, wenn du dich umdrehst? Na gut, wenn du mit deinen Dummheiten fertig bist, hättest du dann vielleicht die Güte, mich zu retten. Ich erzähle dir die Hintergründe, wenn wir hier raus sind. Aber erst brauchen wir die graue Schlüsselkarte, die diese Barriere deaktiviert. Ein Marnook irgendwo hier sollte sie haben. Das ist eine sehr wichtige Mission für dich, Kleiner. Als Vorstandsvorsitzender bin ich jetzt ein sehr vielbeschäftigter Mann. Da habe ich keine Zeit für sowas. Ich muss neue Produkte unters Volk bringen. Nun, suchen wir in der nächsten Folge die Schlüsselkarte. Also Leute, ihr könnt gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ich bin raus für heute, ja? Okay, cool. Blank out.